würde fragen, warum, aber okay. Ich habe noch einen kleinen Text dabei, der eine kleine Vorgeschichte auch hat. Ich hatte einen Auftritt in Frankreich, in Paris, vor 8 Wochen. Arte hat mich angerufen und hat gesagt, Salut, Monsieur Chevalier, würden Sie nach Paris kommen, einen Text dort lesen, auf Deutsch, vor französischem Publikum. Ich habe entgegen, das halte ich eigentlich für keine gute Idee, verstehe mich gar nicht. Haben sie gesagt, machen sie es trotzdem. Und gut, habe ich gesagt, nee, dann kam irgendwann die Garde ins Spiel, gut, dann habe ich es gemacht. Und es kam natürlich, wie erwartet, überhaupt nicht. Ich las da vor 200-300 Franzosen diesen Text und keiner hat ihn verstanden. Und das Lustige dabei ist, dass das eigentlich übelstes Franzosen-Bashing ist. Also ich habe erwartet, zumindest aus der Stadt oder dem Land verwiesen zu werden. Hat nicht funktioniert, deswegen bin ich dazu übergegangen, diesen Text auch Leuten vorzulesen, die ihn verstehen. Nämlich euch zum Beispiel, denn ihr kennt Deutsch. Und der Text handelt über die deutsch-französische Freundschaft und heißt La curieuse amitié franco-allemande. Je ne sais rien war der einzige Inhalt meiner letzten Französisch-Klausur in der 11. Klasse. Ich bekam eine 6 erwartungsgemäß und einkalkuliert. Dazu gab es den Hinweis, dass selbst dieser Satz, ich weiß überhaupt nichts, streng genommen falsch sei, denn ich wisse ja nicht überhaupt nichts, sondern lediglich überhaupt nichts über die französische Sprache. Deshalb muss es heißen, je n'en sais rien. Ich weiß darüber überhaupt nichts. Ich hätte also eine 6 minus verdient, meinte man da Schmitz, die immer provokativ schwarz trug, wenn die Klassenarbeit einen schlechten Schnitt hatte. Und sie trug oft schwarz. Es war für uns die deutsche badische Dorfjugend tatsächlich schwierig, einen gewissen Reiz zu verspüren, Französisch zu erlernen. Laut unseren Schulbüchern taten französische Jugendliche nämlich den ganzen Tag lang nichts anderes, als für die Schule lernen und picknicken, zusammen mit ihrem Hund, le chien, Kapua, wuff, wuff. Dazu hörten sie von früh bis spät Rockmusik, Rockmusik ihres großen Idols, Luc Tonnerre, der über all die Jahre nur einen Hit hatte. Yeah, 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 je suis Luc Tonnerre. Natürlich fragten wir uns, ob es in französischen deutschen Büchern vielleicht ein Pendant dazu gäbe, den Ochsensepp vielleicht mit seinem One-Hit-Wonder, yep, 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 ich bin der Ochsensepp. Wahrscheinlich waren wir unserer Zeit da aber etwas voraus. Große Bestürzung herrschte eines Tages in unseren Lehrbüchern, als der Kassettenrekorder der neuesten Generation kaputt ging. Sönt, demandet du vor die Kassette! Bestürzung aller Orten, was sollten Sie nur anfangen mit Ihrer reichlich bemessenen Lärm- und Picknickzeit? Mais Pierre le Repart! Da waren wir aber erleichtert. Im Vergleich ein ziemlich schlechtes Abschneiden. In den englischen Lehrbüchern gab es Geistergeschichten auf dem Speicher, womit wir die Worte Etiquette und Frightful erlernten. Kate und her Friends fuhren sogar im Alter von 12 Jahren allein mit dem Zug an die Küste. Und da küssten sie sich. Und bei den Franzosen geht der Kassettenrekorder. Ce n'est pas cool. Darüber hinaus bekamen wir beigebracht, dass das Centre Pompidou laut Buch vor 2 Jahren erbaut, das modernste Bauwerk ganz Frankreichs, Europas, nach der ganzen Welt sei und nicht zuletzt, dass die Eltern der Jugendbande rund um Nicole und Pierre ständig und überall einkonsumierten, bevorzugt Le Porto. Auf dem Cover der 3. Ausgabe des Schulbuchs waren 3 Jugendliche abgebildet, die insgesamt 12 Baguettes in Händen. Das Backwerk taucht auch auffallend auf dem Inneren auf. Kam jemand zu Besuch vorbei, trug er stets ein Baguette unter dem Arm. Hatte er das Baguette mal vergessen, trug er zumindest etwas Baguette-ähnliches bei sich. Eine zusammengerollte Weltkarte oder ein Fernrohr. Das alles trug nicht unbedingt dazu bei, Stereotype abzubauen. Vielmehr befestigte sich mit den Jahren das Bild des ständig betrunkenen Franzosen, der die Weinflasche höchstens mal für das tägliche 5-Gänge-Menü absetzt oder wenn er in seinen verbeugten Renault steigt, meinen Ausflug nach Marseille zu unternehmen. Dann kam der Schüleraustausch. Das muss etwa im Jahr 1904 mal 2016 gewesen sein. Und die Enfants aus La France bekamen die Möglichkeit, einiges gerade zu rücken. Ich freute mich schon am ersten Tag mit Marianne an, die mich tags darauf mit den Annehmlichkeiten von Zungenküssen und wiederum einen Tag später mit ihren Brüsten bekannt machte. C'est l'amour, Christian. In Deutschland nennen wir so etwas Schlampe. Doch plötzlich war mein Interesse für die französische Kultur geweckt. Ich kaufte Marianne einen Frosch und briet ihn ihr. Sie machte daraufhin mit mir Schluss.
vielleicht stimmt ja doch nicht alles, was man so hört, mit irgendwie paar anderen Sachen. Ich fasse mal eben zusammen. Die Franzosen sind ein arbeitsscheues Volk von Alkoholikern, mit mindestens einer Gouloise in jedem Mundwinkel, das den ganzen Tag nur eines denkt. Lamour, 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 faire Lamour, das durch die Gegend tourt und es am liebsten mit italienischen Chansonsängerinnen treibt. Unter Zuhilfenahme von Baguettes. Und wenn das alles stimmt, muss ich zugeben, im Grunde meines Herzens, da bin ich ein Franzose.